Immer zuckt mit den Schultern. Okay. Ich werde mir das einmal ansehen. Ich habe inzwischen ein paar Kreise um diese Kreuze gemalt und versuche die Kreuze mit einer Linie zu verbinden. Malen Sie. Sekunde, wo kann ich malen? Geh Werkzeuge? Oben links auf Zeichenwerkzeuge. Du kannst freihändig malen oder du kannst eben auch auf das Kreistool gehen. Du kannst auch die Dicke einstellen, kannst die Farbe ändern. Mal einfach mal nicht mit Rot, sondern mal mit Grün oder mit Blau. Und dann kannst du deine Kreise selbst einzeichnen. Also hier könnte jeder irgendwie Striche oder sowas malen. Dafür ist sie da. Kreise, Rechtecke, Oval. Also Magister Jolaus, um nochmal darauf zurückzukommen. Im Grunde gibt es also ein Zauberding, das man zerschlagen muss und der ganze Spuk hört auf. Ja, genau. Müssen wir das finden? Könnt ihr das nicht finden? Ihr seid doch so ein Zauberer. Bitte, was? Also eher, ja. Es ist durchaus möglich, doch nun, es muss eine aktive Verbindung geben, also müsste man eine aktive Perle untersuchen, um entsprechend eine solche Verbindung verfolgen zu können. Du musst Rechtsklick auf das Weiße mit dem Strich durchmachen, damit das Zirkel leer wird. Genau. Rechtsklick auf das Weiße mit dem Strich, dann müsst du das auf der... Du kannst auch oben bearbeiten, Zeichenschritt widerrufen, dann ist das auch erstmal weg. Okay. Oder Steuerung Z. Genau. Und das Artefakt, das wir suchen, nennt man ein Phantasmalogikon. Phantasmalogikon. Aha. Können wir es einfach das Ding nennen? Natürlich, Meister Angroschin, das könnt ihr auch. Gut. Also brauchen wir jetzt den Typen, der die Perlen verteilt, und dann nehmen wir ihm die Perle weg und dann finden wir das Ding, dann machen wir das Ding kaputt und dann haben wir gewonnen. Das klingt nach einem praktikablen Plan. Wenn wir diesen Menschen entfinden können. Ansonsten sollten wir vielleicht die Stadt durchstreifen und hoffen, dass wir eine aktive Perle finden. Machen wir bitte mit Blau oder mit Grün, dann kann man das eben zwischen dem Schwarzen erkennen. Wenn ich so eine Perle sehe, dann sollte man sie nicht aufheben. Das habe ich richtig verstanden, jetzt nachdem ich sie einmal aufgehoben habe und das Ding losgegangen ist. Genau, Magister, ihr wisst das doch bestimmt. Kann man die mit Handschuhen anfassen oder eine Tasche drüber stülpen oder so? Oder sollte man die liegen lassen? Schwer zu sagen. Wie gesagt, ich konnte nur eine inaktive Perle untersuchen bis jetzt. Aber doch vermutlich ist es besser, sie gar nicht zu berühren oder gar nicht zu bewegen. Aber ich habe mal eine Laienfrage. Wenn das als Fokus für dieses Artefakt dient, könnt ihr dann nicht theoretisch mit dieser Analysemagie den Ort, wo das nun ja dieser Ort ist, könnt ihr das nicht orten dadurch, dass da irgendwie noch so eine magische Verbindung mit dem Fokus besteht? Ich könnte es durchaus versuchen, doch selbstverständlich kann der Gegenstand bewegt werden und auch ist es möglich, dass die Verbindung nicht mehr stark genug ist, jetzt da die Magie erloschen ist. Also verlassen wir uns jetzt auf Ragnar und Ömer, dass die irgendwas finden. Ja, währenddessen werden wir... Kennt ihr beide euch in der Stadt ein wenig aus? Wer jetzt? Ihr beide nein. Also ich will ja nichts sagen, ihr Menschlinge, aber es ist aber so langsam mal schlafen. Ihr Zwerge kennt euch doch gut in der Kanalisation aus, oder? Willst du mich beziehungsweise verarschen, Bergen. Junge? Bergen, Entschuldigung. Höhlen. Ja, aber ihr baut ja kennt euch doch in Höhlen Bergen aus. Ja, natürlich, mit Höhlen schon, aber ihr baut ja nicht keine Höhlen. Doch, wir haben sogar eine riesige Höhle. Hier, direkt unter Gareth. Was? Wohnt ihr da dann nicht? Naja, wir Menschen mögen es halt draußen gerne lieber. Also ein bisschen, also es ist schön warm hier draußen. Na, jetzt gerade nicht, weil es kalt ist, aber... Aber in der Höhle ist es doch immer viel wärmer. Deswegen haben wir keine Zwerge auf der Straße gesehen. Dann in den Höhlen, ja, das macht Sinn. Aber es gibt auch hier Katakomben? Ja, sogar ziemlich große, aber ich gehe da meistens nicht rein, weil da immer nur sehr seltsame Leute wohnen, die mich immer verprügeln. Aber ihr seht ja so aus wie zwei große, starke Zwerge. Was meinst du damit, wir sind seltsam? Nein, nicht ihr. Die da wohnen, da sind so komische... Die sehen so ähnlich aus wie ihr, bloß irgendwie ohne Bart. Die ohne Bart? Kinder? Ja, keine Ahnung. Und da ist doch irgendwie so ein König von denen. Aber den habe ich noch nie gesehen. Ist doch gar kein Bergkönig, oder? Ich klar, da habe ich nichts davon gehört. Das ist ja auch kein Berg hier. Ja, aber wenn er ein Zwergenkönig ist, dann ist er ein Bergkönig natürlich. Also der soll auch angeblich große Reichtümer horten. Aber wenn du da zu ihm hingehst, dann verzaubert er dich.
Und so kann er ja kein Zwerg sein. Schon komisch, Ragnar. Ist das wieder deine Gareta-Kindermärchen? Nein, das ist kein Kindermärchen. Also doch, vielleicht schon, aber... Ich habe auf jeden Fall schon von Leuten gehört, die da runtergeklettert sind und nie wieder rausgekommen sind. Ach so, und wie haben sie dir die Geschichten dann erzählt? Ja, es gibt ja noch andere, die wiedergekommen sind. Zum Beispiel Alonso. Alonso war da unten schon mal. Aber der hat auch gesagt, der will da nie wieder runter. Der König da hat nämlich gesagt, er verflucht ihn, wenn er wiederkommt. Der König denn aus? Weiß ich nicht. Aber das ist irgendwie so ein Kind, hat er gesagt. Sag mal, Ömer, wie viele Drachen hat denn dieser Praios schon erschlagen? Praios? Wahrscheinlich hat er nie irgendwas richtig getan. Also zumindest die Praionschaft. Dann kann er auch kein größerer Zwergen, kein größerer Drachenhasser oder Magiehasser sein als Dorgosch. Nun ist der hohe Drache Brannibor nicht einer von Praios engsten Vertrauten. Er beschützt sich vor Magie. In diese Stadt des Lichts, was auch immer ihr da wollt. Habt ihr das gehört? Der hat verbündete Drachen, der Praios, ja. Ich hoffe mal, ihr seid keine Anhänger von dem, ne? Wenn ich Praios finde, hau ich ihm aufs Maul. Alles vernünftiges Denken. Versuchen könnt ihr es wohl, aber die Macht der Götter ist unbegrenzt. Oh mein. Die von vernünftigen Göttern bestimmt. Von Drachenverbündeten, naja. Ich heb mal so einen Finger. Meine Herren, schaut einmal auf diese Karte. Ist das aber schön gemalt. Ist das nicht auffällig, unauffällig? Ich hab grüne Linien gemalt. Ja, also in der Nähe von eurem Dings hier ist da so ein anderes X-Dings. Naja, ich könnte jetzt aber auch irgendwie eine Linie von hier nach da malen. Damit sind auch mehrere Sachen verbunden. Dann ist es hier. Oder von hier nach da. Das ist jetzt total zufällig. Die miteinander verbunden, die am weitesten. Also ich könnte auch ein Bild von hier nach da malen. Nicht reinmalen in die Karte. Ihr zerstört mein Kunstwerk. Solltet ihr nicht die nehmen, die am weitesten voneinander entfernt liegen, wie, ich weiß nicht, den hier und den hier unten, und dann schauen, wo die sich kreuzen, weil da müssen sie dann ja am weitesten voneinander fort sein. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Was tust du? Also wenn du recht hast, dann muss es aber irgendwo hier sein. Warum denn jetzt da? Was ist denn da? Ragnar, was ist denn da? Du weißt doch solche Sachen. Was ist denn da? Weiß ich auch nicht. Ich kenne mich auch nicht in der ganzen Stadt auswendig aus. Ach so, ich dachte, das könntest du. Also das hier ist auf jeden Fall, ich glaube, der Briglo-Platz, der hier. Ist denn Briglo? Stand in der Alma. Nein, das ist der Zwölfgötterplatz. Entschuldigung, ich habe mich verirrt. Aber auf dem Zwölfgötterplatz würde sowas doch nicht geschehen, oder? Ist da nicht diese komische Statue von diesem Mann mit dem Bart umgefallen, der so einen komischen Dreizack in der Hand hat? Ja, genau. Da ist so eine Statue umgefallen. Ich erinnere mich. So, was machen wir jetzt damit? Wo wir schon eine bunte Linien haben? Den Mittelpunkt der entferntesten Xe finden. Vielleicht gibt es dort ein... Dieser Häuserblock sieht verdächtig aus. Definitiv. Wenn das Artefakt hier ist und als Mittelpunkt dient, dann wird es wahrscheinlich dort sein, ja. Wo jetzt? Hier? Also sollten wir dann jetzt hier in die Straße gehen und den Zwergen vielleicht eine Spitzhacke und Schaufel mitgeben, weil das ja vielleicht auch in den Katakomben sein kann? Ah, nein, in die Katakomben kann ich euch einen Weg führen. Wenn wir anfangen, die Stadtstraßen aufzugraben, wird man euch schneller am Schlafittchen packen, als ihr gucken könnt. Aber in den Katakomben gibt es auch Ghule. Ja, und was ist, wenn ihr auf einen Zyklopen trifft? Nein, das ist keine gute Idee. Meint ihr nicht, dass etwas überirdisch sein müsste? Und die Ausstrahlung der Magie funktioniert am besten überirdisch. Es gibt zwar auch unterirdische Verbindungen, aber die Erde hat einen gewissen Widerstand gegen zum Beispiel magische Kraftlinien. Ja, das war Väterchen Angrosch. Na, das heißt dann aber, dass wenn man doch in Höhlen leben würde, man hätte weniger Magieprobleme, oder? Deswegen wohnen wir in Höhlen. Ist ein guter Junge, Ömer. Ich glaube, ich ziehe auch zu euch. Wo wohnt ihr nochmal? Ich glaube, man braucht eine Wohnhöhle. Ich glaube nicht, dass die dich da reinlassen in Xorlosch. Aber vielleicht, wenn du dich als guter Drachentöter beweist. Nein, Menschen haben in Xorlosch nichts vor. Aber ich bin Drachentöter. Ehrlich? Ja. So einen komischen Perldrachen habe ich erschlagen. Zusammen hier mit Yalan. Zusammen mit zwei Trollen. Ja, aber ich habe den Drachen getötet. Wirklich, die Geschichte müsst ihr mir erzählen. Das kann ich bei einem guten Bier machen. Aber sag mal, wann gibt's hier eigentlich Essen? Ich dachte, hier kommt man essen ans Bett. Ihr könnt euch gerne etwas zu essen stellen. Wenn ihr den Zimmerservice ruft,
müsst ihr nur dort an dem Klingelzug ziehen. Immer schreit los. Zimmerservice! Ziehen, nur ziehen, nicht schreien. Achso, ich hatte gerade gesagt, rufen. Entschuldigt, hoher Herr. Ich habe das wieder falsch verstanden. Zieht dort an diesem Strick. Es klopft an der Tür. Runter. Es klopft an der Tür und ein sehr genervter, aber höflich lächelnder Diener steht dann davor. Ja, kommt rein, wir haben alle Hunger, ihr müsst jetzt hier euch alles merken, was wir essen wollen. Ja, meine Herren, wie kann ich euch dienlich sein? Ja, immer setzt sich dann wieder hin, weil die Hohen Herren werden ja zuerst bestellen dürfen. Wie wäre es mit einem kleinen leichten Hühnchen mit etwas Brot, eine Kanne Tee und die Herren? Ich lege Magister Jamorena schon zu sehr auf der Tasche. Ein Schweinebraten? Macht euch darum keine Gedanken. Ihr mögt etwas Leichtes zu dieser späten Abendstunde? Einen leichten Schweinebraten. Schön 3-4 dicke Scheibchen. Ja, wir nehmen das, was Ömer nimmt. Das klingt gut. Nun, wenn ich es mir herausnehmen darf, bitte gut gewürzt für mich. Also ich hätte gerne ein wenig Affenfleisch mit alanfanischem schwarzen Pfeffer. Dann dazu noch ein bisschen Algenpaste. Dazu dann noch ein bisschen Basilikum. Dann noch ein bisschen besten Arak und ein paar Birnen und noch ein paar Bohnen, eine Brotwurzel, eine Wurst. Also, der Diener schaut so ein bisschen abschätzig zu Ragnar. Möchtet ihr vielleicht in die Küche mitkommen, um dies dem Koch selbst zu sagen, oder? Ein paar Feigen, ja gerne. Er verdreht die Augen. Feldknoblauch habe ich selber dabei. Also gut. Und Ragnar zeigt so stolz auf seinen Rucksack, in dem man Feldknoblauch sehen kann. Eine kleine Ingrim-Platte kommt sofort. Ja, nickt dann. Ragnar kann ihn gerne begleiten in die Küche. Und nach einer halben Stunde bekommt ihr eine Ingrim-Platte. Feuer und Rauch. Mit geräuchertem Schweineschinkenbraten, Edelhartwurst, würzigem Schafskäse aus der Heimat der Zyklopen, feurige Sikrami und bestes Gereter Gersterbrot aus Meisterhand. Dazu ein helles Pferdocker. Für den kleinen Mitternachtssnack. Ömer snackt sich dann dadurch, als hätte er tagelang nichts gegessen. Ja, ach, ich habe lange nicht mehr so gut gegessen. Endlich wieder richtig gewürzte Speisen. Ragnar, kannst du mal eine Kochenprobe -7 machen? Ja, Ragnar würde tatsächlich einfach alles Mögliche, was er da sieht und nicht kennt, in sein Essen reinwerfen. Oh, ja, Safran, lecker. Wie gesagt, das. Die Küche ist hervorragend ausgerüstet, deswegen ist die Kochenprobe -7 leichter. Habe ich nur 13 Punkte über. Ist gar nicht so gut. Ja, ist mein Maximumwert. Ja, okay, dann könnt ihr euch nach diesem kleinen Snack, könnt ihr euch dann zu Abend legen. Irgendwie könnt ihr euch dann hinlegen und schlafen. Es gibt 2 Bettplätze. Wer bekommt die? Ragnar würde in einem der Betten essen. Ich werde mich dann verabschieden und meine Herberge aufsuchen. Gut, ja, dann schreibe ich nicht. Wenn es zu wenig Betten gibt, dann werde ich mich natürlich auch verabschieden. Und jedem, der es braucht, anbieten, mich zu begleiten, falls sie noch medizinische Hilfe brauchen. Wurde ich jetzt schon versorgt oder wurde ich noch nicht versorgt? Ja, du hast dich selbst versorgt und kannst gegessen haben. Alles klar. Dann, ja, würde Ragnar da wahrscheinlich jetzt einschlafen. Also, Abelmir schläft im Bett, der bekommt nochmal eine +6. Was ist mit den anderen? Ich hab mich da reingequengelt. Okay. Quengelt sich mit Ragnar da rein und mit dem Magier. Dann kriegt ihr nur eine +3. Also einmal +6 für die Heilkunde Wunden der meisterhaften Ärzte und dann eine +3 für die Betten, weil ihr euch zu zweit reinquetscht, teilt ihr euch die Regeneration. Achso, ich dachte, wir sind ein Doppelbett. Abelmir bekommt eine einfache +6, also +6, +6, also, +2. Also ich kuschel dann mit Abelmir. Dann kriegt Abelmir nur eine +3. Oh. Was, wir kriegen alle nur +3? Also, nein. Ihr kriegt jetzt insgesamt eine +12 und ihr könnt euch das aufteilen, wie ihr wollt. Meinetwegen eine 4-4-4. Meinetwegen. Also ich würde die 12 nehmen. Nee, kriegst du nicht. Maximal 6. Okay. Also ich überschieb mit dem Hintern, wenn Ragnar da versucht, die 6 abzustauben, dann kriegen wir beide nur 3, wenn du das versuchst. Nee, also ich will Abelmir. Ja, hab ich mir gedacht. Ihr kriegt jeder nur eine +4 plus die Betten. Also 4 plus 6 sind dann jeweils eine Regenerationsprobe +10 für euch. Alter. Ja,
sitze mit Igna auf dem Boden und wir trinken noch ein bisschen und schlafen dann auf dem Boden. Gut, das ist dann nur eine plus minus 6 wegen der Heilkunde Wunden für dich. Die Herberge gab eine plus 1, ja? Die Herberge gibt eine plus 1, genau. Und der Medikus gibt mir auch eine 6 Erleichterung auf die Konzi-Probe für die Wunde, ja? Die hast du ja auch, genau. Iolaus hat ja auch, ich weiß nicht, hat dann irgendwie ein bisschen Schaden durch die Illusion bekommen, durch den ersten Orkenangriff. Kann dann aber auch wieder wegregenerieren. Hat ja den Rest irgendwie in der Bibliothek gesessen. Ein Punkt oben drauf. Gut. Nehme ich. Ja, dann schreiben wir den nächsten Tag und der Wirt klopft an deine Tür, Jalan. Herein. Jalan sitzt gerade vermutlich auf dem Bett und knotet sein Zeug zusammen. Verzeiht, mein Herr, ich habe euch nicht mehr abpassen können, weil ihr so spät das Haus betreten habt. Die Stadtwache war vor ein paar Stunden hier und es gab wohl einige Ärgernisse mit eurem Pferd, habe ich mir sagen lassen. Zumindest wollte ich euch sagen, dass euer Pferd jetzt am Puniner Tor steht und dort verwahrt wird, weil ihr des Pferdediebstahls bezichtigt werdet. Natürlich, die vielen Dank. Die Stadtwache hat noch ein paar Stunden gewartet, aber als ihr da nicht auftauchtet, sind sie wohl gegangen und ich wollte euch nur darüber informieren, dass sie wohl nach euch suchen. Vielen Dank, ich werde mich darum bekümmern. Rechtskundeprobe. Moment, das ist ein Wissenstalent natürlich. Sieht gut aus, die ist geschafft. Mit 7 über. Ja, das ist auf alle Fälle ein schwerer Diebstahl und das wird unter anderem, je nach Richter, den du erwischt, kann das ziemlich hart bestraft werden. Von einem einfachen Mal, was du bekommst, bis zu Verstümmelung oder dem Tode durch Hängen. Pferdediebstahl ist überhaupt nicht gern gesehen und da kannst du dir überlegen, ob du dir dein Pferd wieder abholst oder wie du das machst. Nun, mein Pferd ist ja nicht gestohlen. Mein Pferd ist erbeutet. Ja, wenn du Papier hast, kannst du das ja sicherlich dann am Puniner Tor erklären, warum das Brandzeichen da ehemals Hafaksch ist und dann jetzt mit deinem eigenen übergebrannt ist. Das ist dann ja deine Sache. Aber dein Pferd ist weg, das kann dir wird erzählen und du wirst gesucht. Ich bin ja ein rechtschaffener Mensch und habe eine rechtschaffene Prinzipientreue, also muss ich mich der Sache stellen. Los geht's. Gut, was machen die anderen? Ich würde ausschlafen. Aller Frühe aufbrechen, mit dem Hahn sozusagen aufstehen und zum Hesinde-Tempel gehen. Es dürfte nicht allzu schwer sein, den Hauptstraßen zu folgen, vermutlich. Hoffentlich. Finde ich den Tempel wieder? Gassenwissen erleichtert um... Nur Gassenwissen. Einfach nur Gassenwissen. Sekunde. Nicht erschwert. Dann findest du ihn. Gut, ja, ich würde zum Portal hineingehen, mich erstmal umgucken in der Haupthalle. Mich kurz vor dem Altar abknien, ein kurzes Gebet sprechen. Hesinde, hilf uns bei unserer Suche. Zu deinem Schutze, zum Schutze der Stadt, zum Schutze meiner Gefährten und zum Schutze des Kaiserhauses. Und dann wieder aufstehen und wird den nächsten Geweihten, den ich sie hier herantreten. Euer Gnaden? Ja, was kann ich für euch tun, Magister? Ich suche den Geweihten Walner Itzkok, den Hüter der Schriften. Ja, selbstverständlich. Der ist, glaube ich, im unteren Teil der Katakomben verwahrt wohl gerade einige Artefakte. Ich kann ihn für euch holen, wenn ihr mögt. Nehmt doch bitte Platz. Ah, vielen Dank. Und setze mich da in die Reihen. Was machen die anderen? Können wir noch ausschlafen? Ausschlafen. Ich würde warten, bis meine beiden menschlichen Kompanen wach sind und bis da ein bisschen Kartenspiel mit Igna. Ja, aber mir ist ja wie gesagt dann schon weg, wenn du aufstehst. Der ist zur früher Stunde aufgestanden und wartest noch Wagner und Ömer.
Ja, irgendwie so gegen kurz nach 12 wird immer noch wach. Ja, so ähnlich würde ich wahrscheinlich auch aufstehen. Um 5 vor 12 klopft es an der Tür. Ja. Ja, Diener tritt herein. Verzeihung, die Herren. Ja, bitte. Das Zimmer ist bis exakt 12 Uhr reserviert worden. Mögt ihr denn... Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ihr die Verfügungsgewalt habt, aber wollt ihr das Zimmer auf längere Zeit besetzen? Das weiß ich nicht. Aber dann räumen wir das Zimmer schnell, ist kein Thema. Sehr ja, dann gehen wir jetzt. Überzieht sich dann schnell an, er schläft ja nackt. Und packt sich dann also Rucksack. Ragnar, ich glaube, wir wollten noch in den Tempel gehen, einige Dinge herausfinden. Ja, genau. Aber sag mal, Torgosch, willst du jetzt eigentlich in die Katakomben? Ich meine, du fühlst dich hier oben ja irgendwie nicht so wohl. Weiß ich noch nicht, wenn da unten zaubernde Zwerge sind, wenn du das sagst, dann muss ich mich erstmal beraten, glaube ich. Okay. Ist denn hier irgendwo ein Angrosch-Tempel? Ich glaube, im Ingerim-Tempel gibt es Angrosch-Geweihte. Wirklich? Glaube ich, weiß ich nicht. Könnt ihr mich da hinbringen? Erstmal gehen wir zum Hesinde-Tempel, okay? Und danach können wir dann dahin gehen. Okay. Können wir einfach durchfragen, so ein bisschen. Die Stadt ist nicht so groß, die Stadt ist groß, aber das findet man schon. Einfach ein bisschen durchfragen. Ach, ich komme einfach mit. Kein Problem. Ragnar überlegt gerade, ob das eine schlaue Idee ist, ein Zwerg mit in den Hesinde-Tempel zu nehmen. Sollten wir nicht vielleicht ihn doch zum Ingrim-Tempel bringen? Ich denke auch. Wir sind ja die, ne? Wir kennen uns hier schon ein bisschen aus. Und du willst ja auch noch hier das Gespräch mit deinem Gott führen. Komm. Wir uns denn dann am Ende wieder? Ich finde euch doch nie wieder in dieser Runde. Wir kommen dann zu dir. Okay, das klingt vernünftig. Ich meine, die Zwerge, ihr habt ja sowieso so ein anderes Zeitgefühl. Ja, richtig, ja. Ja, ihr werdet euch da auch bestimmt gut mit den Schmieden unterhalten können. Die werden da bestimmt auch ganz viele Dinge sagen können, die euch interessieren. Vernünftig. Geht ruhig vor, aber nicht so schnell sprinten, ne? Meine Beine sind nicht so lang. Natürlich. Gut. Ja, dann würde ich... Wir, wie gesagt, warten bis irgendwas mit 12. Hatte Iolaos in der Zeit irgendwas vor? Nun, ich werde wahrscheinlich sehr früh aufgestanden sein als die beiden und ebenfalls mich zum Hesinde-Tempel aufgemacht haben. Dann kannst du da auf Abel mir treffen. Ja, ich wollte noch einige weitere Recherchen machen, um eventuell herauszufinden, welche Reichweiten solche Artefakte haben. Dann machen wir einfach mal mit Jarlan weiter. Jarlan, du reist zum Puniner Tor. Das südliche Stadttor, was hier das Arenaviertel mit Sonnengrund verbindet und Tag für Tag das Nadelöhr der Stadt ist. Bauern, Händler, Pilger, die alle in die Stadt strömen mit ihren Waren, mit Essen. Kannst dich dann da anmelden bei den Wachen. Was möchtest du erzählen? Ich suche mir die erste Wache. Lass mich erstmal zu seinem Hauptmann durchstellen. Oder Weibeln, je nachdem, wer hier gerade das Kommando hat. Ja, du wirst dann wohl in das Büro, ziemlich groß, von einem Tistan Kettenburg gebracht. Oberstleutnant seines Zeichens. Da kannst du mal eine Klugheitsprobe machen, um dich zu erinnern. Darüber. Den hast du gestern das erste Mal gesehen. War der Junge mit dem Bürstenschnitt, oder? Das war derjenige, der ihn Ragnar bestohlen hat. Aber ich habe nicht gesehen, dass Ragnar ihn bestohlen hat, oder? Zumindest ist er Ragnar hinterhergelaufen. Die Stimme von Ragnar hast du gehört, als er dann noch irgendwie wegrannte, als er rumschrie und dann in verschiedene Richtungen lockte und er ist ihm wohl hinterhergerannt. Gut. Also gut, ihr habt euch gestellt. Pferdediebstahl. Das Ganze wurde mir wohl angezeigt von einem Pfeil des Lichts, den ihr verärgert habt. Ah, schon ein mutiges Stück, das ihr da geleistet habt, aber Torben Gerstenkorn sagte zumindest, dass er noch euch gesucht hat. Hat euch dann wohl gefunden und die Stadtwache dann informiert, als er euch am vollen Humpen aufgespürt hat, zumindest euer Pferd. Zusammen mit dem Brandmal. Ihr wisst, was auf schwere Dieberei steht, ja? Natürlich. Und ihr wisst genauso gut wie ich, dass dieses Pferd nicht gestohlen sein kann. Nun, ihr meint dadurch, dass ihr das Brandmal einmal erneuert habt?
Das heißt, es ist nicht nur Dieberei, sondern auch Fälscherei und Täuschung. Das ursprüngliche Brandmal war eine Hafax'sche Prägung. Da Hafax und alle seine Getreuen allerdings rechtlos sind, können sie auch nicht rechtmäßig ein Brandmal anbringen. Ebenso kann es nicht unrechtens sein, ihnen ihre Pferde zu nehmen, denn sie haben keine Rechte. Herr Pryos hat sie verlassen. Nun, mögt ihr wohl recht haben. Wenn ihr mir natürlich wirklich im Namen meines Reichsverräters den Prozess machen wollt, bitte. Hafax wird auch Ihnen irgendwann diese Pferde gestohlen haben. Nun, man kann auf dem Pferd kein weiteres Brandzeichen erkennen, ansonsten wäre es natürlich möglich gewesen, den vormaligen Besitzer, auch wenn er vermutlich mittlerweile in Boronshallen ruht, ausfindig zu machen. Dann mögt ihr wohl recht haben. Ich vermute, Mallorn wird das ganz anders sehen, aber ich glaube, wir sollten es hier nicht zum Prozess kommen lassen. Vor allem, weil ich wenige Stunden, nachdem ich das Pferd eingezogen habe, bereits von einem Hauptmann hier aus dem Nordviertel ein Schreiben vorgelegt habe, oder bekommen habe, was darauf hinweist, dass das Pferd rechtens euch gehört. Was habt ihr denn mit Angenbruch zu schaffen?